Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone. Natürlich wieder mal mit mir, Revilem. Okay, willkommen in der Arena. Ja, wir sind hier also in der Arena und wir werden jetzt einfach mal 1,79 zahlen. Nein, natürlich nicht. Als ob ich 1,79 zahle, Mann. Ah, okay, also wir brauchen jetzt Thrall. Thrall, den Guten. Und wir nehmen uns jetzt mal den, weil ich brauche den noch für eine Quest. Also deswegen nehmen wir Thrall. Und außerdem habe ich gerade Bock auf Thrall. Doch, doch, doch. Okay, was spielen wir denn? Meisterschwertschmied ist eine interessante Idee. Mit den Totems habe ich noch nicht gespielt bis jetzt, aber sehr gut. Feuerelementar, easy pick. Ogermagier ist, denke ich, jetzt noch der, ich sag mal, ja. Frostwolf finde ich gar nicht so gut. Finde ich eigentlich ziemlich unterdurchschnittlich. Ja, dann sind wir schon bei einem vierten Pick angekommen. Ich hoffe, dass euch das jetzt nicht so schnell gegangen ist, aber ich bin einfach vollkommen hier reingerusht. Also ich hätte mich da jetzt natürlich auch fürs andere entscheiden können, aber habe ich nicht. Will ich den Blutrausch? Will ich den Blutrausch? Also das ist hier gerade meine Entscheidung. Ich weiß nicht, ich glaube einfach nicht, dass wir ein gutes Blutrausch. Kampfrausch. Ich dachte, es sei Blutrausch. Ich habe die ganze Zeit Blutrausch gesagt. Wurde es abgeändert? Ist es nicht Blutrausch? Ich glaube, es hieß Blutrausch. Ich habe es ja gar nicht da drin. Aber ich glaube, es hieß Blutrausch, oder? Schreibt mir doch mal einen Kommentar, wenn ihr es wisst. Okay, Ancient Golem oder Fleischfressender Ghoul. Finde ich beide in dieser Situation vielleicht sogar den Ghoul besser. Aber die Totems können eh nicht angreifen. Deswegen nehme ich mal den Erntegolem. Erntegolem, wunderbar. Wogenspitzel ist tatsächlich eine Möglichkeit. Wir nehmen aber mal den Beutehamster, den habe ich jetzt in letzter Zeit relativ selten gespielt. Blitzschlag. Die Waldgeister finde ich gut. Dann nehmen wir uns ein Mana-Flut-Totem für ein bisschen Mercator. Sehr gut, stumm geschmiedete Axt. Jetzt haben wir schon einiges an Overload. Ich habe es mir gerade gehofft und da kam man tatsächlich sehr geil. Okay, dann nehmen wir uns noch einen Six-Drop und noch einer. Oh, oh, oh. Jetzt wird es aber kritisch hier für die Gegner. Wir nehmen uns den Twilight. Wir haben schon relativ große Karten. Aber wir nehmen uns den säurehaltigen Schlamm. Denke ich, ist einfach stärker. Okay, sollte klar sein. 4-Drop oder 7-Drop, der awesome ist mit ganz vielen Totems. Ich glaube, wir sollten langsam mal hier die Slots ausfüllen. Deswegen nehme ich jetzt auch den 4-Drop. Zauberbrecher. Kodo oder Gedankenkontrolleur. Kodo, damit wir einen weiteren 5-Drop haben. Hab mich eigentlich schon fast von der Karte abgewendet, aber ich glaube, im Schamane kann die doch noch was reißen. Also nur einfach aus dem Grund, weil wenn ihr viele Minions habt und ihr ausspielt, dann wird er natürlich groß, aber wenn ihr viele Minions habt, dann seid ihr normalerweise sowieso schon derjenige, der gewinnt. Dann bringt euch die große Karte eigentlich so gut wie nichts und andererseits liegt sie halt nur unnötigerweise in eurer Hand rum. Aber ich pixel trotzdem. Late Game oder Flame Tongue? Ich bin großer Fan von Flame Tongue. Deswegen. Oh, wir haben gerade schon die Skischanze hier. Das ist natürlich ziemlich nice. Glaub mir, das ist wirklich gar nicht so schlecht. Normalerweise. Also, ich hoffe, dass es bei dem Deck auch hinhaut. Weil wir haben, glaube ich, einiges an Spells sogar. Ja. Gut, viele von den Spells sind auch gleichzeitig Monster. Beziehungsweise. Passt schon. Okay, nehmen wir noch Hard Removal oder nehmen wir uns noch ein Late Game Ding? Ich glaube, wir nehmen uns ein Hex rein. Das kann immer nicht, immer nicht, beziehungsweise nie schaden. Und, Moorkrabbler. Habe ich aber auch schon sehr lange nicht mehr gespielt. Venturer, eine meiner Favoritenkarten. Lava-Eruption wegen Overload. Und, ja, das ist ziemlich obvious, was ich da spiele. Weil die restlichen, die taugen in meinen Augen jetzt nicht so viel. Die taugen in meinen Augen. Ach gut, wie auch immer. Erzmagier versus Blaukiemkrieger. Blaukiemkrieger hat bessere Synergie mit Flame Tank Totem. Viel Schaden einfach mal so als Charge ist ganz nice. Lepragnom versus Earthshock. Ich nehme mir, denke ich, den. Oder schauen wir mal, wie viel Spares haben wir denn? Oder wie viele Minions? 2-Drop, 2-Drop, 2-Drop.
Ja, einigermaßen Two Drop. Also wir haben relativ viele Early Game und bei den Three Drops haben wir 4, 5. Ja gut, das kann man nicht als Three Drop zählen. Also 4. Ich denke, wir können einen Airdrop nehmen. Ist natürlich der Erzfeind von Twilight Drax. Ihr kennt die ja. Twilight Drax sind die 4-1er. Erhält plus ein Leben für jede Karte auf eurer Hand. Wenn der zuerst gesilenced wird, mit Airdrop und dann einen Schaden drückt, dann ist er natürlich tot für einen Mana. Das ist ein bisschen. Oh, ja, das ist ein bisschen Value. Und falls ihr euch wundert, warum ich gerade ein bisschen chaotisch drauf bin, das liegt unter anderem daran, dass es da unten 1.13 Uhr ist. Und das ist tatsächlich 1.13 Uhr, nicht 13.13 Uhr oder so. Okay, der Last Pick ist ein bisschen schwach. Aber die Cobra kann man picken. So, warte, nee, nicht so voreilig, Freunde. Nicht so voreilig. Immer schön auch nochmal ganz kurz drüber schauen. Wir haben relativ gutes Early Game, muss ich sagen. Us haben wir auch für Warrior bzw. Rogue. Okay, 2 Unbounds ist natürlich ein Highlight. Ogre Magier mit ist als unser 4-Drop, ja, ein bisschen schwach, aber geht auch noch. Schildmeister von Zen'jin, Zauberbrecher, Twilight Drake, Frostwolf. Okay. Ja, leider haben wir nur ein Feuerelementar, aber einer ist besser als keiner und nach den Six Drops kommt auch gar nichts mehr. Das heißt, arg viel Late Game haben wir gar nicht. Aber naja, wir werden das schon früher gewinnen. Und im Nachhinein bedauere ich wirklich, dass ich die beiden Kampfrausche, beziehungsweise Kampfrauschs weggelassen habe, weil das ist ein bisschen blöd, weil das Deck wäre doch ziemlich geeignet gewesen für Blutrausch. Ich glaube, es ist Blutrausch, Freunde. Und Kampfrausch gefällt mir nicht so gut wie Blutrausch. Wer weiß. Thrall, Gul'dan. Unser Erzfeind. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber wir haben hier schon mal etwas. Will ich Overload? Ich glaube, ich replace die. Ich hätte eigentlich beide keepen können, aber ich habe mir gedacht, nee, da gibt es bessere Two-Drops, die ich spielen kann. Okay, wunderbar. Mal sehen, was der so in seinem Deck hat. Wer weiß, Sebulon, der Mächtige, ist unser Gegner. Erstmal Grüße sagen. Ich will das hier ein bisschen etablieren in Hearthstone. Ich grüße euch. Oh, danke sehr. Danke, dass du mich grüßt. Freut mich natürlich. To the face oder Min, oder... Schwer zu sagen. Was tun? To the face, sage ich. Weil ich einfach nächsten Zug sowieso den Erntegolem spielen würde und wenn er einen Treedrop spielt, dann wird er meinen Totem eh clearen können. Ja, und in der Situation ist es wirklich sehr gut, dass ich ihn ausgespielt habe. Da kann ich jetzt natürlich meinen Erntegolem rausholen. To the face oder... To the Feendrache. Ja, To the Feendrache ist natürlich möglich, aber ich glaube... Warte mal kurz, was spiele ich denn? Was ist denn die schlimmste Situation? Coin... Ja, gut. Coin Höllenfeuer ist aber nicht so gut, also von dem her. Ich glaube ehrlich gesagt, ja gut, er tradet da rein und setzt Hellfire ein, aber das geht immer noch. Ich gehe einfach To the Face, denke ich. Mortal Coil hat er, okay. Weltliche Ängste hier. Ist er hart am Kartenziehen? Ich habe schon jetzt einen Kartennachteil. Bringt mir Stahl. Ich hoffe, dass das mir irgendwie was bringen wird. Also, dass ich hier einigermaßen positioniert bin. Oh oh. Okay, sehr gut. Den haben wir schon mal gezogen. Ogre Magier, darauf wird's hinauslaufen, liebe Leute. Oder was kann er denn in Zug 4 Starkes spielen? Eigentlich glaube ich nicht allzu viel. Zug 5 geht's dann los mit den Wachen. Wie heißen die Karten nochmal? Keine Ahnung. Doomguard kenne ich nur. Ich kenne sie nur alle nur auf Englisch. Sorry. Okay, also nächster Zug wird Frostwolf, Kriegsfürst bzw. Totem Cobra eventuell. Oder was könnte es noch sein? Sehen wir dann. Also, Argent Squire können wir mal hexen. Und ich habe mir auch letztens ein Video angeschaut von... Oh, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, aber ist okay.
Von den Hearthstone-Kandidaten hier, von den Kollegen da. Und ich muss schon sagen, ja, da ist ja, die sind schon ein bisschen, die sind gar nicht so offen für Veränderungen, zumindest für nicht so viel. Die sind, also die sind ein kleines Team, soweit ich das richtig verstanden habe, unter der Five Drop oder Schweigen und eure Magie wird euch nicht To The Face. Ich glaube To The Face. 4 Schaden. Nee, wir traden. Ja, und warte mal kurz, Hellfire zerstört uns gerade. Shit. Ja, die sind ein kleines Team und es ist echt, also die, das habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, dass die bei Blizzard da mehrere Leute dabei haben, aber anscheinend nicht. Aber was mich eher verwundert hat, dass die so, ja, also zu dem Stand, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein altes Video war, ich nehme einfach mal an, weil das kann ja gar nicht sein, haben die einfach, die haben einfach gemeint, dass sich da wohl nicht so viel ändern wird, beziehungsweise es hat sich immer so angehört, ja, ne, ja, so, ja, bis jetzt kann ich da nichts dazu sagen, beziehungsweise das ist möglich, aber, ja, und, das ist halt so. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber beziehungsweise ob ihr das schon gemerkt habt, aber man kann hier in Hearthstone nicht erwarten, dass da wohl noch StarCraft oder so Charaktere drin sind, beziehungsweise dazukommen. Es ist eben nicht so gedacht. Und es wird auch nicht so sein. Und ich würde gerne den 7er spielen, aber es geht leider nicht. Will ich hexen? Würde mir schon. Nee, ich muss den ausspielen, denke ich. Aber er hat den 2-Drop, den 1-Drop mit 2-1. Ich frage mich, ob... Okay, wir spielen das jetzt aus. Ich darf hier nicht zu weit zurückfallen. Und... Zack. Habe ich natürlich jetzt gerade getradet, weil sonst wäre das hier ein 3-Damage mit Gottesschild gewesen. Und da habe ich ja echt überhaupt keine Lust drauf gehabt. Und ja, der jetzt, ich sag mal so, es sieht relativ Teufelswaffe, cool. Das heißt, er zerstört jetzt einen seiner Kristalle. Ich bin schon gespannt auf Naxxramas, aber das hat man hier, glaube ich, im letzten Part schon gehört. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Ich hoffe, dass sie das ein bisschen überarbeiten, ihre Vorstellungen da. Aber anscheinend tut sich da ja was, wegen alleine schon der Erweiterung hier. Okay, wollen wir das hexen? Hat der... Der hat bestimmt was Großes. Also wir behalten unser Hex mal lieber. Und ich werde den hier ausspielen und dann Totem. Was ist denn das am Ende des Tages? Es ist ein 4-5er. 4-5 gegen 5-5. 5-5 ist vielleicht sinnvoller. Ne, 6-6. Ja, ich glaube, das ist wesentlich sinnvoller. Okay, wenn ich das hexe, ist natürlich wieder andere Geschichte. Angriff. Angriff. Totem. Also, wenn. Es hängt jetzt vom Totem ab, sage ich mal. 2 Totems könnten uns was bringen. Die anderen 2 würden uns nichts bringen. Ha. Immer diese Situationen. Das ist natürlich wieder mal genial beschrieben, die Situation, die Gegebenheit hier. Ich glaube, ich werde jetzt wirklich, nee, wir spielen das so aus. Sorry, dass ich hier gerade ein bisschen länger gebraucht habe. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Wunderbar. Okay, das heißt, wenn er den nicht wegbekommt, dann sieht es ziemlich düster für ihn aus, aber er wird mit seinem Oasen-Schnappkeeper vermutlich da rein angreifen, es sei denn, er hat irgendwie einen Spell. Siphon Soul oder so. Ich bin gespannt. Oh, die Bestie. Das ist natürlich ungünstig. Ich werde versuchen, es nicht zu hexen, weil ich dann Finkel Einhorn bekomme. Und Finkel Einhorn ist natürlich epic. Das muss man ja wissen. Jetzt bereue ich es, dass ich die Cobra nicht draußen habe. Aber dann hätte er es auch nicht so gespielt, von dem her. Kriegsfürst. Ha. Ich frage mich, ob. Ich glaube, ich spiele jetzt einfach.
Ja. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wie euch eventuell aufgefallen ist. Aber ich glaube, das ist der Play. So. Und denkt dran, wenn ihr Schamane spielt, platziert die großen Kreaturen, beziehungsweise denkt dran, dass ihr euer Positioning möglichst links haltet, weil wenn ihr Flametank-Totem platziert, die ganzen nutzlosen Totems rechts sind und ihr die Kongo-Line machen könnt. Das heißt, ein Totem angreifen, zerstören, das nächste kommt nach mit Buff angreifen und so weiter. So läuft das natürlich. Okay, wir greifen damit. Wir könnten auch direkt angreifen, aber ne, machen wir nicht. Und da haben wir Finkel Einhorn. Ich habe monatelang da drin gesteckt. Ich finde es immer so geil. Einfach nur dieser Taucher, der im Darm von dieser Bestie drin steckt. Das finde ich einfach nur richtig geil. Finkel Einhorn, ey. Hammer. Okay, jetzt kommt er aber hier mit seinem 1-2er Taunt. Jetzt geht's aber richtig rund. Ich frag mich, was er zerstört mit seinem Ardent Commander. Okay, den 6-3er anscheinend. Nicht unbedingt schlecht. Nicht unbedingt schlecht. Und Spell. Nein, schade. Winkelschlag. Totem, nicht Winkelschlag. Direkt angreifen ist, glaube ich, angesagt. Finkelschlag! Greife ich direkt an oder greife ich seinen 4-2er an? Nein, ich greife direkt an natürlich. Was für eine dumme Frage! Okay, Kaiser Cobra werde ich meinen. Also, er hatte bis jetzt kein Removal, das ist klar. Zumindest sah es nicht so aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass er einen zieht, ist ziemlich. Oh, gut. Braucht man gar nicht mehr zu überlegen. Das ist natürlich nice. Und, ja, ich bin mir gar nicht sicher, wie lange ich hier jetzt überlegt habe. Oder wie lange ich hier gelabert habe oder so. Sorry, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Aber ich nehme einfach mal an, dass wir hier irgendwie noch 5 Minuten haben oder so. Und deswegen machen wir einfach noch ganz kurz ein Deck. Also für eine weitere Runde reicht es, glaube ich, nicht mehr. Und, also sagt mir einfach mal mein Gefühl als Let's Player. Wir zerstören mal meinen Krieger, weil der ist nämlich ziemlich ranzig. Schauen wir mal, was wir für ein Deck machen können. Ha, ich wollte mal wieder ein Druid-Deck machen. Ich habe nämlich schon lange nicht mehr Druid gespielt. Also, Druid. Braucht noch irgendeinen geilen Namen. Druid. Zuerst heißt er Druid. Ich ändere das noch irgendwann ab. Okay. Also, was spielen wir denn? Jetzt bin ich aber gespannt. Sollen wir. Habe ich die zweimal? Ja, ich habe Naturgewalt zweimal. Nice, nice. Wollen wir vielleicht ein bisschen Naturgewalt-Deck spielen? Jawohl, dann machen wir das doch. Also, Naturgewalt und Savage Roar bzw. Wildes Brüllen. Und Macht der Wildnis. Ich habe leider nicht Canarius, aber das geht schon in Ordnung, denke ich. So, das heißt, wir haben hier unsere Nuke natürlich gleich mal drinne. Dann nehmen wir die Claw drinne, weil sie gut ist. Im Normalfall. Dann nehmen wir uns jetzt halt so Standardkarten. Standardkarten, Druide der Klaue oder aber auch Pflege. Ich habe die Karte, aber ich habe sie nicht gespielt bis jetzt. Aber ich glaube, sie ist auch eigentlich ganz gut. Oder? Ist sie gut oder? Keine Ahnung. Ich habe sie noch nicht gespielt, also es sieht durchschnittlich aus. Aber vielleicht ist sie auch stark. Das merkt man, finde ich, immer erst, wenn man Stack spielt, sozusagen. Ob jetzt eine Karte besonders stark ist oder nicht. Okay, als Finisher nehmen wir die mal mit. Zorn nehmen wir auch doppelt mit, weil ich sie gut finde. Okay. Oh, wir haben schon mal wieder relativ balanced, muss man sagen. Das ist sehr gut. Und dann füllen wir mal unser Deck ein bisschen auf. Wir haben noch 12 Karten. Und wir müssen bis ins Late Game kommen. Das heißt, ich werde versuchen, jetzt noch einige 2-Drops noch hinzuzufügen, die uns irgendwas bringen. Und zwar Wild Pyro habe ich leider nur einmal. Ich werde jetzt mal die beiden Bombers noch hinzufügen, weil ich ein bisschen was gegen Agro habe, beziehungsweise haben will. Ich glaube, die momentane Meta ist ein bisschen Agro. Deswegen habe ich da keine Lust drauf und werde es einfach stoppen. Ernte Golem einfach als klasse Karte. Wir haben noch 7 Slots frei.
Unsere Craft sieht so aus. Bisschen viele Two-Drops, beziehungsweise Zweier. Ach ja, stimmt, jetzt sind ja auch noch Two-Drops. Das heißt, wir haben 5 Two-Drops. Ich glaube, da will ich sogar einen raustun. Ja gut, es sind im Prinzip nur 5 Two-Drops. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was, wie, wo? Rui. Du kannst ruhig so bleiben. Okay. Ja, die Two Drops passen, glaube ich. Die Three Drops sind zu wenig. Sidomay ist jetzt offline. Okay, haben wir noch irgendeinen guten Three Drop? Scharlachrote Fanat. War die Schrift schon immer so klein? Das sieht nämlich irgendwie merkwürdig aus. Aber ich glaube, die Karten sind irgendwie kleiner hier dargestellt, deswegen. Okay, haben wir noch irgendwas Vernünftiges? Blutelfin, Klerikerin, ja, aber wir haben jetzt nicht so viel, denke ich, was man buffen könnte. Ich glaube, es ist nicht so gut in dem Fall jetzt. Sollen wir die Scharlachrote nehmen, oder? Tun wir sie rein. Seher des irdenen Rings geht auch wegen der Synergie mit den großen Karten wie Eisenborkenkiefer. Eisenborkenbeschützer, nicht Keeper. So ein Schwachsinn. Okay, machen wir den mal rein. Machen wir die scharlachrote Beschützerin rein und. Nee, die tun wir. Vielleicht eventuell, wenn mir die eine nicht gefällt im Deck, dann tue ich den irdenen Heiltypi rein. Haben wir 4 Drops? Nein, haben wir nicht. Das bedeutet, Chillwind Yeti ist mal wieder am Start. Ich glaube, arg viel mehr 4 Drops werden wir auch nicht bekommen in dem Fall. Doch, der Leroy, den kann man auch da rein tun, das ist in Ordnung. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Card Draw. Ich habe so das Gefühl, dass das ein Card Draw Deck sein sollte. Dann bräuchte ich zwar Pagel, aber den haben wir jetzt nicht. Naja, nicht so schlimm. Schauen wir mal, was wir noch so haben. Murloc Deck wollte ich auch mal machen. Habe ich aber leider nicht genug Murlocs dafür. Card Draw, super Karte. Okay, jetzt brauchen wir vielleicht noch ein bisschen 6 Mana oder 5 Mana. Also unser Finisher ist natürlich klar, Naturgewalt und Savage Raw, glaube ich, sollte jedem verständlich sein. Und dann muss ich jetzt nochmal ganz kurz überlegen, was können wir denn noch Gutes reintun in unser Deck, was passt. Ein bisschen was, was vielleicht den Gegner stoppt, wäre ganz nice. Ein bisschen Taunt. Haben wir Taunts? Komm, nimm mal die Sonnenläuferin rein, das ist in Ordnung. Und dann noch die großen Taunts zum Abschluss. Leider keine 7-Mana-Karten. Aber da kriegen wir bestimmt auch was zusammen aus 4 und 3 Mana zum Beispiel. Okay, das heißt, es ist unser Drui. Ich werde den vermutlich jetzt mal ausprobieren und dann im nächsten Part euch vielleicht die verbesserte Version präsentieren können. Wir werden sehen. Ich hoffe, ich vergesse es einfach mal nicht. Ja, das war's mit dem Part auch wieder. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Servus.